We can't stay down here. Someone must go to the nest eventually. Ja, someone heißt vermutlich mal wieder ich, ja? Zwei Waldelfen, ein Mann und Frau, tragen bunte Roben, die mit dem gleichen Emblem versehen sind, einem geflügelten Ei. Von ihrer Kleidung abgesehen, könnten sie doch unterschiedlicher nicht sein. Sie verschränkt die Arme und blickt ununterbrochen zornig auf die zerstörten Wände um sie herum. Er hingegen murmelt Gebete, sein schattiges Gesicht so ruhig wie ein wolkenloser Himmel. Just how are we supposed to worship the Sky Mother from among the weeds, hm? This is a disgrace. Calm yourself. We should be grateful that she protected us from the winged terror. Besides, even here we have a visitor. Mhm. Ach stimmt, da geht's ja um Helia. Sollte ich jetzt eigentlich Pelagina dabei haben? Ah, egal. Eigentlich ist mir Helia als Vision erschienen. Sie hat mir aufgetragen, mit euch über die Gefahr zu sprechen, die sich über den Tempel gelegt hat. Was ist das für ein geflügelter Schrecken, von dem du sprichst? Ist dies hier der Helia-Tempel? Ein Sänger namens Dylan sagte mir, er könnte diesem Bezirk mit seinen Liedern wieder zu altem Glanz verhelfen, wenn ich exotische Vögel finde, die er zu essen gedenkt. Ich möchte gerne mehr über Helia erfahren. Ist das hier der Helia-Tempel? A sharp tongue indeed. You hear this, Wag? Hä? Das war doch nur eine ganz normale Frage. Was war denn daran jetzt schon wieder frech? Relax, Anuin. I'm sure he meant nothing by it. Forgive my consort. She's been rather excitable of late. This is not, as you seem to recognize, our actual temple. It's merely a shrine we've set up after the business with the dragon. Vielleicht solltest du sie dann mal ein bisschen weniger reizbar machen. Aber die Sprache ist unserer Göttin heilig. Möchtest du noch über etwas anderes sprechen? Erzähl mir mehr von Helia. Why, she's the goddess of song, art, the sky and maternity. She's gentle and brilliant, speaking to her followers in dreams, inspiration, and birdsong. It is said that she wears a cloak adorned with a feather from every bird known to Kith or Wilder, and that she manifests in the flocks themselves. Taktvoll wie immer, Dylan. Ich habe nur gefragt, ob das der Tempel ist. Das war doch gar nicht beleidigend. Dieselbe Frage hätte ich eben auch in dem anderen Tempel stellen können. Hätte ich auch fragen können, bin ich richtig im Tempel von Remagan? Ich wollte doch nur wissen, wo ich bin. Das war nicht frech. Da versuche ich einmal freundlich zu den Leuten zu sein. Einmal. I and in the screams of childbearing, which I can assure you is not so beauteous a thing. Boah, die gute Laune. This is true, which is why midwives are widely considered clergy of Helia, as are many artists and poets. In any case, those of us who follow her feel closest to her splendor in a place where we might share light, song, and a view of the blessed sky. Wundervoll. Ein Sänger namens Delim sagte mir, er könnte diesem Bezirk mit seinen Liedern wieder zu altem Glanz verhelfen, wenn ich exotische Vögel finde, die er dann isst. Sie grinst spöttisch. Und wenn er dir sagte, du könntest von der Brücke springen und dir würden Flügel wachsen, würdest du es auch glauben? Das ist ein törichter Aberglaube, mehr nicht. Die Königin der Vögel segnet uns mit ihren Begleitern, damit wir ihrem Gesang lauschen, nicht damit wir ihr Fleisch essen. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich ihm was geglaubt habe. Ich habe nur gesagt, dass er mich beauftragt hat. Und warum die Elfenlady die andere jetzt so garstig ist, wollen wir mal nicht ergründen. Ja, ich meine, er hat gesagt, sie ist seine Gefährtin und sie ist momentan sehr reizbar. Also ich würde mal sagen, warum auch immer sie reizbar ist, es liegt in seiner Verantwortung, das zu lösen, definitiv. Helia hat ein Dutzend verschiedene Gesichter, fragt zwei Hebammen und ihr hört fünf verschiedene Geschichten, keine davon zweimal.
Die Orlane haben wenig Freude bei der Geburt. Es ist wohl nur gerecht, dass sie im Gegenzug die Kinder der Himmelsmutter essen. Ja, jeder wie er mag, ne? Ja, aber warum haben es denn gerade Orlana bei der Geburt schwer? Ich stelle mir jetzt eher es schwer vor, so ein Gottdeich-Kind gebären zu müssen. Als so ein kleines pelziges. Die ist voll unhöflich. Jetzt werde ich schon wieder wegen meiner Herkunft gedisst. Weil die aus dem Deadfire kommen. Sie hebt eine Augenbraue. Oder essen die Leute im Deadfire-Archipelago ihre Lehre? Ihr sollt ja ein grober Haufen sein, wie ich gehört habe. Ich zeig dir gleich mal, wie grob ich sein kann, du. Also wirklich. Okay. Offiziell, ich gebe das mit dem Freundlichsein auf. Blöde Kuh, ey. Tja, Vögel haben die scheinbar nicht so die Ahnung. Ja, weder in dem einen noch in dem anderen Fall. Jeder weiß doch, dass wenn man Vögel isst, singt man besser. Ja, genau. Das hat ja auch dieser Typ, der möchte, dass wir für den Vögel fangen gehen, erklärt. Die Frage ist, wenn man so ganz normal Hühnchen isst, singt man dann auch besser oder gackert man dann einfach nur irgendwann? Ich habe eigentlich schon gar keinen Bock mehr mit euch weiterzureden. Helia ist mir als Vision erschienen und hat mir aufgetragen, dass ich mit euch zwei Pappnasen über die Gefahr sprechen soll, die auf dem Tempel lauert. A vision from the goddess herself? What a rare and fortunate blessing. Oh, ich bin schon positiv 3 bei Twin Elms. Dann muss ich ja gar nicht mehr so viel machen, damit ich dann auf Maximum bin. Und nun blick dich mit zusammengekniffenen Augen an. Deine Vision hat dir offenbart, dass die Gefahr ein Drache ist, ja? Nein. Das hat Helia mir verschwiegen. Sie tritt einen Schritt zurück und mustert dich eingehend. Ehrlich gesagt hatte ich erwartet, dass die Himmelsmutter eine ganze Armee von Kriegern schicken würde, um dieses Monster zu bekämpfen. Trotz des Ruhms, den du bei uns genießt. Ich fürchte, so wenig... Was? Ich fürchte, so wenige ist, als würden Spatzen einen Adler abgreifen. Du kleine Pissnelke! Ich habe schon einen Adlerdrachen und einen Eisdrachen vermöbelt. Und die waren beide easy. Auf Hard Mode. Waren die easy. Weil ich ein kleines bisschen überlevelt bin, aber auch voll das taktische Genie. Also jetzt komm mir nicht mit, oh, aber unser Drache ist so gefährlich. Das schaffst du bestimmt nicht, du legendäre Drachentöterin. Das ist ein ganz besonderer Drache. Fick dich doch. Hab ich nicht gesagt. Aber vielleicht wird es dir dann besser gehen. Das ist der Grund, warum dieser Kanal erst ab 18 ist. Ja, weiter im Text. Aber wenn Helia euch auserwählt hat, wer sind wir an ihrem Urteil zu zweifeln? Ja, genau. Und nun hat jedoch recht, du musst dich auf einen mächtigen, gerissenen Feind vorbereiten. Nein, ich habe ja keine Ahnung, wie das mit Drachen läuft, erzähl mir mehr. Das Nest und der Drache befinden sich auf dem Gipfel, jenseits der Nordlandschaft. Northwheel. Er deutet in Richtung Norden den Pfad entlang. Folge diesem Pfad in die Wildnis und suche dann nach einem weiteren Pfad, der in die Klippen gehauen ist. Möge der Segen der Himmelsmutter dir beistehen. Ja, okay. Kann ich noch was anderes fragen? Ich habe Fragen zum Drachen. Ich kann das echt.
So, fuck, oh Gott, ich muss mich lange mit denen unterhalten. Ist ja richtig. Schwimmen hier. Jetzt schlägst du wieder. Jeder hat gesehen, dass die Drachen schon halb tot waren. Die hatten volles Leben, als der Kampf angefangen hat. Alles, was die an Leben verloren haben, waren ich und meine Summons. Der Drache da oben ist da auch nicht anders. Also schon, aber das wäre ein Spoiler. Ist so etwas schon einmal geschehen? Genau, ist schon mal ein Drache auf eurem Tempel gelandet und hat den Schlag genommen. Die Antwort darauf, ja du, das passiert bei uns jeden Montag. Wie ist der Drache hier gelandet? Ja, ich würde mal sagen, er ist angeflogen. Und dann gibt es diese krasse Technik, die alle Flugobjekte haben. Sie befinden sich im Landeanflug und irgendwann landen sie und dann sind sie da. Wann ist der Drache das erste Mal gesehen worden? Kannst du mir noch etwas anderes über den Drachen sagen? Passiert euch das öfter mit Drachen? Noch nie. Oder unser Orden hätte schon lange begonnen, den Fangs zu ähneln. Okay. Vielleicht gibt es ja einen Grund, dass der jetzt gelandet ist. Sehr blöde rein. Also so wie sonst auch. Damit ich das verstehe. Bedeutet es an, dass in unserer Mitte irgendeine Missetat geschehen ist. Dass wir ein Verbrechen gegen unsere Götter verübt hätten. Oder gegen einen anderen Gott. Und wir nur unsere gerechte Strafe erhalten hätten. Nee, das habe ich nicht gesagt. Vielleicht hat auch jemand, keine Ahnung, einen ganz besonders leckeren Singvogel da oben verspeist und hat was liegen lassen und das hat die Raubtiere angelockt. Das wollte ich sagen. Oh nun, bitte. Er legt seine Hand auf ihre Schulter. Ja, ja, ja. Sieh mal zu, dass die Alte nicht so bissig ist. Sie schüttelt seine Hand ab. Ich weiß nicht, warum diese Dinge geschehen, warum unsere eigene Muttergöttin zugelassen hat, dass unzählige ihrer Anhänger in den Flammen umkamen. Sie verengt ihre Augen und presst die Worte zwischen ihren Zähnen heraus. Und wenn du es je herausfindest, dann lade ich dich ein, zurückzukommen und es uns zu sagen. Ja, werde ich auch. Ich würde es aber gerne so erzählen, dass ich dir für jedes Wort eine Backpfeife gebe. Die Hand auf der Schulter legen, hilft nicht. Der Dude rafft es nicht, oder? Ja, ich würde ihm auch raten, woanders anzupacken. Also, wenn er dafür zu unfähig ist, würde es ja auch einfach schon helfen, wenn er die Hand schon auf die Schulter, ihr auf den Mund legen würde. Dann kann sie wenigstens nicht, obwohl die beißt vermutlich zurück. Wann ist der Drache das erste Mal gesehen worden? Er blickt in den Himmel und denkt nach. Es war vor mehreren Wochen. Die Kreatur verdunkelte den Himmel wie eine Gewitterwolke und schoss urplötzlich auf uns herab. Es gab keine Vorwarnung. Ja, so Drachen sagen auch meistens nicht Bescheid, wenn sie irgendwo landen. Das ist nicht so wie bei den Flugzeugen. Hallo Tower, hier ist der Drache. Ich möchte bitte auf diesem Tempel landen. Nee, passiert so nicht. Wie ist der hier gelandet? Mit einem gewaltigen Flügelschlag und einem feurigen Schrei. Nein, echt? Wer weiß schon, wo diese Bestien kommen und gehen. Er ist hier, das ist alles, was zählt. Wenn du fragst, warum das geschehen ist, nur die Götter wissen es. Ich nehme an, es ist eine Glaubensprüfung, die Hylia selbst uns auferlegt hat. Aber wer weiß es schon? Ja, bestimmt. Weil alles Blöde, was passiert, sind ja immer Prüfungen der Götter und man muss einfach nur hindurchkommen und stärker hervorgehen und dann hat man bewiesen, dass man voll dolle gläubig ist und dass man total gerafft hat, was der Gott, der überhaupt nichts damit zu tun hat, von einem wollte. Interpretiert ihr mal noch ein bisschen mehr in die Götter rein. Kannst du mir noch was über den Drachen sagen? Sie öffnet den Mund, ein schiefes Grinsen im Gesicht, überlegt sich dann aber offenbar besser und sagt nichts. Nach einer Pause sagt sie nichts. Das möchte ich dir auch geraten haben, liebes Mädchen, dass du einfach mal nichts sagst.
Wir wünschten, wir könnten ihm mehr sagen, aber genau wie die übrigen Trotten Anhänger Helias liefen wir um unser Leben. Wir hatten mehr Glück als die meisten. Ja, du, was deine Gefährtin angeht, tut mir das echt leid, dass die Glück hatte. Also wenn die da oben verkokelt wäre, da wäre ich jetzt nicht traurig drum, muss ich gestehen. Und jetzt zum Wetterbericht. Früh klarer Himmel und viel Sonnenschein. Gegen Mittag kannst du Drachenaufkommen kommen. Ja. Wir wissen ja, wenn die Drachen tief fliegen, dann gewittert's bald. Das ist alles, was ich wissen wollte. Und jetzt möchte ich nicht mehr mit euch reden. Gott, ich hasse einfach alles hier. Ja, aber was haben wir hier so? Also da, ich soll zu der Lara gehen, zum Helia-Tempel reisen, zu Barath nochmal beten. Ja, das haben wir noch nicht gemacht. Zu Rimagant nochmal beten. Genau, das woanders, das woanders. Ja, genau, und das. Bla 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 bla. Delem hat mir nützliche Informationen über die Vögel gegeben, die er sucht. Der hat literally gesagt, der eine, der ist oben zu finden, der andere, da wo Adra ist, was hier so quasi überall ist, und der letzte, ja, das ist halt ein Singvogel. Wird meist in Käfigen gehalten, ist aber schwer zu finden. Ich glaube tatsächlich, da weiß ich, wo ich ihn finden kann. Große Adra-Gebilde. Ja, bla bla, höchsten Felsen. Das ist dann bestimmt in der Nähe von dem Helia-Tempel. Haben wir hier irgendwo zufällig Adra? Nope. Okay, dann ist es hier schon mal nicht. Vielleicht hätte ich doch mit dem Plan einfach alle zu töten gehen sollen.